Also das war einfach eine hohe Anspannung und es war natürlich auch unheimlich toll, ne? Diese Zeit, da in die Politik plötzlich zu gehen und dann kriegte man Einladungen. Und also die Spitzenerlebnis war Einladung in die amerikanische Botschaft. Ja. Alle waren unterwegs, Appelmann nicht, nur nicht erreichbar, er nicht erreichbar. Und also wer geht zu diesem Termin? Die amerikanische Botschaft, irgendein Botschaftsattaché oder was, war ziemlich weit oben. Wollte sich halt informieren lassen über das, was nun der demokratische Aufbruch denn nun will. Und naja, das war irgendwann tagsüber und wie gesagt, die Herren alle irgendwie nicht zur Verfügung. Ich kriegte diesen Termin und musste den also wahrnehmen. Habe ich meinen Wilhelm auf den Arm genommen, bin da mit Kind in die Botschaft marschiert. Und das war schon auch, ich weiß nicht, ob Sie die Situation kennen, also dieses Botschaftsgebäude da in der Nähe von der Friedrichstraße mit so Pollern vorne und hinten abgesperrt und Volkspolizei stand da rum und natürlich wurde man da auch beäugt, wenn man da reinging. Und dann bin ich da also mit Kind auf dem Arm reingegangen und der Beamte, der war dermaßen irritiert von dieser Mutter mit Kind. Ich glaube, so diplomatisch wird das Gespräch nicht viel gebracht haben. Aber es war schon auch toll. Ja. Also ich war mal in der amerikanischen Botschaft, und wo man nie hingekommen wäre. Ja. Also auch das war ja Ausland. Und war schon eine aufregende Zeit. Dann etablierte sich dann Anfang Dezember der runde Tisch. Erst ganz oben und dann kam der eben auch, wurde der ja auch auf Bezirksebenen eingerichtet, also für die Stadt Berlin. Und da war ich dann für den demokratischen Aufbruch bei mehreren Sitzungen auch dabei. Und das war dann schon also richtig hart politisch. Ja. Die haben uns, diese Stadtverwaltung von Berlin, Magistrat, die haben da schon versucht, uns irgendwie so durch Täuschungsmanöver, durch Beschäftigung mit den falschen Sachen auch sozusagen zu neutralisieren. Ja? Also wir wurden dann plötzlich mit Kleingartenproblemen befasst und mit Kaninchenzüchtervereinen und plötzlich stellte dann irgendwelche schrägen Gruppen noch den Antrag, zum runden Tisch zugelassen zu werden. Dann haben wir immer wieder verlangt, also konkrete Informationen über Wirtschaftslage, über Verkehrslage, über Versorgungslage zu kriegen. War einfach nicht zu kriegen. Erinnere mich noch an eine Situation, wie wir dann als Opposition da auf einem Haufen standen. Da ging es eben auch um Stasi-Auflösung, ja? Also, wo sie gemauert haben und angeblich nichts wussten und nichts wollten und nichts konnten. Und, also das war auch unbefriedigend. Da hat man gespürt, dass die also immer noch versuchen, sich an der Macht zu halten und uns auszutricksen. Und ja, auch so der Zweifel, ob der runde Tisch dann tatsächlich an dem Moment das richtige Instrument ist, um tatsächlich Regierung zu kontrollieren. Ne? Weil wir eben außer unserer Legitimation hatten wir keine Macht. Allerdings, das war schon eine wichtige Sache. Also dadurch waren wir schon auch sehr stark.